Kram. Wenn du schon einmal gespielt hast, dann klicke auf deinen Namen oder auf das Tier, das du gewählt hast. Wenn du zum ersten Mal spielst, dann klicke auf Neu. Gib hier deinen Namen ein oder wähle eines der Tiersymbole. Das ist die Stadt, in der Herr Taschenbier wohnt. Das ist das Haus, in dem Herr Taschenbier wohnt. Und das ist Herr Taschenbier. Herr Taschenbier! Nein, das ist natürlich nicht Herr Taschenbier, sondern Frau Rotkohl, seine Vermieterin. Man könnte sagen, Frau Rotkohl ist ziemlich forsch und manchmal ein bisschen zu laut. Wie oft habe ich Ihnen schon gesagt, dass Sie die Füße nicht aufs Sofa stellen sollen? Aber ich hatte doch meine Schuhe ausgezogen, Frau Rotkohl. Herr Taschenbier dagegen ist ziemlich schüchtern und manchmal ein bisschen ängstlich. Was lesen Sie da eigentlich so eifrig? Ich lese im Kalender. Kalender? Was gibt's da zu lesen? Die Wochentage. Ich bin da einer Sache auf der Spur. Wissen Sie, am Sonntag? Sonntag ist es morgen. Ja, ja, am Sonntag da... Füße hoch. Aber... Kein Aber. So ist richtig. Schade, dass wir nicht erfahren haben, was Herr Taschenbier meinte, als er von den Wochentagen sprach. Begleiten wir ihn einfach durch die kommende Woche, vielleicht kriegen wir es heraus. Taschenbier, warum gehen Sie eigentlich nie spazieren? Sie müssen ja nicht arbeiten am Sonntag. Raus? Bei diesem Wetter? Was stört Sie denn am Wetter? Die Wolken. Die vielen Wolken. Wenn man die wegschieben könnte. Tsch, Wolken wegschieben. So ein Unsinn. Die Sonne scheint. Ganz wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist Sonntag und die Sonne scheint. Wie schön. Herr Taschenbier, gehen Sie spazieren. Ich will hier sauber machen. Das geht nicht, Frau Rotkohl. Heute ist Montag. Da kommt mein Freund Mohn zu Besuch. Schon wieder Herr Mohn? Mein Gott, wie ich ihn kenne, bringt er seine 10 Schneehasen mit. Heute besuche ich meinen Freund Taschenbier. Wen nehme ich wohl mit? Den Papagei? Nein, lieber meine Schneehasen. Alle 10. Ja, das mache ich. Ist es leicht, all die Hasen einzufangen? Nein, ist es nicht. Es wäre schön, wenn du mir helfen würdest. 1. Mann, du bist vielleicht ein lahmer Hoppler. Lässt dich einfach einfangen. 2. 3. 4. Mann, du bist vielleicht ein lahmer Hoppler. Lässt dich einfach einfangen. 5.
6, 7, 8, 9. Mann, du bist vielleicht ein lahmer Hoppler. Lässt dich einfach einfangen. Herr Kules, jetzt halt mal endlich den Schnabel. Zehn. Auf geht's. Mein Freund Taschenbier wartet bestimmt schon. Ja, das tut er. Freust du dich? Ja, das tust du. Hier bin ich. Ja, sehr, Mohn. Aber weißt du, worüber ich mich am meisten freue? Nein. Dass du am Montag kommst. Warum? Naja, am Montag, Mohn. Das passt doch zusammen. Herr Taschenbier? Herr Taschenbier, wenn Sie noch länger trödeln, kommen Sie zu spät zum Dienst. Was sagt denn da Ihr Chef dazu, der Herr Oberstein? Ich gehe ja schon. Und außerdem kommt Herr Oberstein nie vor 9 ins Büro. Entscheide dich, ob du den leichten oder den schwierigen Weg nehmen willst. Ganz schön dunkel.
Genau da muss ich hin. Hoffentlich ist der Chef nicht schon da. Ich muss mich beeilen. Na, Taschenbier? Wie immer pünktlich zum Dienst. Ja, Herr Oberstein, das ist mir auch wichtig. Dienst am Dienstag. Für ein Durcheinander hier. Der Mittwoch steht ja gar nicht in der Mitte. Kann nicht mal jemand die Woche in Ordnung bringen? Na also, warum nicht gleich? Ob es wohl ein Gewitter gibt? Nein, nein, denn da müssten sich die Wolken ja aufladen. Und elektrische Ladung entsteht durch Reibung, habe ich in der Schule gelernt. Und wer sollte schon Wolken reiben? Nein, nein. Taschenbier, wie gut, dass Sie gerade auf dem Dachboden sind. Drücken Sie bitte mal gleich auf den Knopf, damit der Blitzableiter ausfährt. So, jetzt ist die Sicherung rausgeflogen. Typisch Taschenbier. Da kann ich doch nichts dafür. Die hat gut reden. Mann, ist das dunkel hier. Au! Ist denn nur die Taschenlampe? Ah. Na, da ist er ja schon, der Sicherungskasten. Na also. Taschenbier, jetzt drücken Sie gefälligst den Schalter für den Blitzableiter. Taschenbier, ich sehe nichts mehr. Taschenbier. Taschenbier! Schalten Sie sofort die Maschimano-Flex-Maschine ab! Die ganze Wohnung ist schon polymerisiert! Taschenbier! Sie sollen nicht singen, sondern den Blitzableiter ausfahren! Mir scheint, es hat gedonnert. Ja, und das an einem Donnerstag. Ruhe! Na? Wie immer pünktlich zum Dienst. Fein. Ja,
obwohl ich heute am Freitag lieber frei gehabt hätte. Nichts da. Frei. Brauche Ihre Hilfe heute ganz besonders. Habe nämlich den Zettel verlegt, auf dem die Zahlenkombination steht, für den Safe. Den Tresor, verstehen Sie? Muss da ganz dringend dran. Und zwar vor 12. Vielleicht sollten wir erst mal Ihren Schreibtisch in Ordnung bringen, Chef. Was heißt hier wir? Ist Ihre Aufgabe, Taschenbier. Ihre Aufgabe. Taschenbier, jetzt fällt mir ein, wo der verflixte Zettel ist. Hab ihn in die Schublade gelegt und abgeschlossen. Suchen Sie mal sofort den verflixten Schlüssel. Da fliegt er ja, der Schlüssel. Jetzt holen Sie ihn gefälligst wieder runter, verstanden? Wenn der Luftballon platzt, fällt der Schlüssel herunter. Aber wie kann man ihn zum Platzen bringen? Versuch doch mal, aus den Gegenständen unten im Rahmen eine richtig schöne Luftballon-Zerstörmaschine zu bauen. Wenn du schon einmal gespielt hast, dann kannst du hier direkt zu den einzelnen Tagen kommen. Oder auch gleich zum Wunsch. Na, wie immer pünktlich zum Dienst. Fein. Ja. Obwohl ich heute am Freitag lieber frei gehabt hätte. Nichts da. Frei. Brauche Ihre Hilfe heute ganz besonders. Habe nämlich den Zettel verlegt, auf dem die Zahlenkombination steht, für den Safe. Den Tresor, verstehen Sie? Muss da ganz dringend dran. Und zwar vor 12. Vielleicht sollten wir erst mal Ihren Schreibtisch in Ordnung bringen, Chef. Was heißt hier wir? Ist Ihre Aufgabe, Taschenbier. Ihre Aufgabe. Taschenbier, jetzt fällt mir ein, wo der verflixte Zettel ist. Hab ihn in die Schublade gelegt und abgeschlossen. Suchen Sie mal sofort den verflixten Schlüssel. Da fliegt er ja, der Schlüssel. Jetzt holen Sie ihn gefälligst wieder runter, verstanden? Wenn der Luftballon platzt, fällt der Schlüssel herunter. Aber wie kann man ihn zum Platzen bringen? Versuch doch mal, aus den Gegenständen unten im Rahmen eine richtig schöne Luftballon-Zerstörmaschine zu bauen. Hast du schon mal den blauen Hebel an der rechten Seite gedrückt? Na, da ist er ja endlich, der verflixte Schlüssel. Na, da haben wir sie ja, die Zahlenkombination. Taschenbier, öffnen Sie mal gleich den Tresor. 2
2, 5, 5, 1, 2, 5, 1. Zwölf Uhr, Taschenbier, großartig. Habe Ihnen ein pünktliches Mittagessen zu verdanken. Gebe Ihnen zum Dank frei. Danke, Herr Oberstein. Und guten Appetit. Mmh. 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 Was ist denn hier los? Weshalb sind Sie denn nicht bei der Arbeit? Ich habe frei. Am Freitag frei. Am Sonntag Sonne, am Montag Besuch von Herrn Mohn, am Dienstag Dienst, am Mittwoch Mitte der Woche, am Donnerstag hat es gedonnert und heute, am Freitag, habe ich frei. Na und? Am Mittwoch ist immer Mitte der Woche. Was für eine Woche. Jetzt bin ich gespannt, was am Samstag passiert. Keiner weiß, wie ich heiß, keiner kann mich kennen und mich bei Namen nennen, denn niemand weiß, wie ich heiß. Ruhe da unten! Wer bist du überhaupt? Überhaupt und Unterhaupt sind solche Fragen nicht erlaubt, denn niemand weiß, wie ich heiß. Doch, ich. Ich weiß vielleicht, wie du heißt. Da täuscht er sich, der gute Mann, weil er das gar nicht wissen kann. Also, am Sonntag schien die Sonne. Am Montag kam Herr Mohn, am Dienstag hatte ich Dienst und am Mittwoch war Mitte der Woche. Taschenbier! Jetzt fangen Sie nicht schon wieder damit an! Am Donnerstag gab's Donner, am Freitag frei und heute ist Samstag. Weiter so, ich sage nur, du bist der Sache auf der Spur. Dann bist du bestimmt ein Sams. Genau, richtig, exaktestens, du hast es erraten, Papa. Papa? Ich freue mich, jetzt bin ich hier bei meinem Papa Taschenbier. Papa? Warum sagst du Papa zu mir? Das ist doch immer so bei Samsen. Du hast erraten, dass ich ein Sams bin, also bist du jetzt mein Papa. Ich dein Papa? Ja, genau. Ist das mein Bett? Mein Bett ist nett, mein Bett ist weich. In dieses Bett leg ich mich gleich. Eigentlich ist das ja mein Bett. Na gut, dann eben unser Bett. Was machen wir jetzt, Papa? Spazieren gehen wäre wunderschön. So kann ich mit dir unmöglich nach draußen gehen. Du hast ja nicht mal Kleider an. Dann lass uns schnell zum Kaufhaus laufen, um dort Kleider einzukaufen. Und wie bringe ich dich unauffällig ins Kaufhaus? Huckepack im Rucksack, Huckepack im Rucksack. Huckepack im Rucksack? Gar keine schlechte Idee. Das ist aber ein kleines Kaufhaus. Das ist doch nur der Fahrstuhl. Und jetzt? Jetzt muss man einen Knopf drücken. Welchen denn? Weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, wo es hier was anzuziehen gibt. Herren Oberbekleidung. Na, da wären wir endlich. Wieso? Bin ich denn ein Herren? Frag nicht so viel, komm raus aus dem Rucksack. Guten Tag. Die Herrschaften wünschen? Etwas zum Anziehen. Für Sie? Nein, für mich. Ach so, für das da? Genauestens genau. Du bist dran, zieh mich an. Zieh mir bitte Kleider an, in denen ich mich zeigen kann. Zieh mich an. Lederhosen sind reißfest. Sind sie auch beißfest?
kannst es ja mal ausprobieren, Kleiner. Da würdest du dir allerdings die Zähne ausbeißen. Schmeckt gut. Ist aus Rindsleder. Du bist dran. Zieh mich an. Zieh mir bitte Kleider an, in denen ich mich... Ja, Leute! Muss das sein? Nein, muss nicht sein. Ich atme ein. Peng! Dieses Kind ist ja schlimmer als die langen Ladenöffnungszeiten. Du bist dran. Zieh mich an. Zieh mir bitte Kleider an. Na endlich. Darf man in diesem Anzug einatmen? Dumme Frage. Natürlich kannst du einatmen. Oh, das ist mir jetzt aber sehr peinlich. Anzug, Abzug, Aufzug, Zuzug. Fang mich doch, fang mich ein, kriegst mich nicht, da bin ich schon. Anzug, Jacke und auch Hose, kommt zu mir, dass ich euch kose. Darf man in diesem Anzug einatmen? Selbstverständlich. Nein, nicht schon wieder. Fang mich doch, fang mich ein, kriegst mich, hier bin ich schon wieder. Anzug her, ich will es so, denn mir wird kalt an Bauch und Po. Darf man in diesem Anzug einatmen? Einatmen? Ja, in Gottes Namen. Die Anzüge hier scheinen gerne zu reißen. Anzug, Abzug, Aufzug, erwischt, dass es zischt. Darf man in diesem Anzug einatmen? Natürlich kannst du einatmen. Das ist mir jetzt aber sehr peinlich. Fang mich doch, fang mich ein, kriegst mich nicht, bin zu klein. Ich komm ja schon. Darf man in diesem Anzug einatmen? Bitte, wenn du musst. Ein Durcheinander hier, wenn das Frau Rotkohl sehen würde. Anzug, hier bin ich schon wieder. Achtung, ich atme ein, Papa. Nein, bitte nicht schon wieder. Passt, passt wie angeflossen. Puh, jetzt habe ich nur noch einen Wunsch. Wunsch? Welchen denn, Papa? Dass wir beide wieder zu Hause sind. Sams? Sams, wie kommen wir denn plötzlich hierher ins Zimmer? Wieso? Du hast es doch gewünscht. Siehst du nicht? Hier, die Punkte im Gesicht. Und ob ich die sehe? Und dabei wünsche ich mir ja ein fleckenfreies, sauberes Sams ohne diese albernen Punkte. Halt nein, jetzt hast du sie weggewünscht. Wie schön. Wie schön? Wie überoberdumm-doof. Das waren doch Wunschpunkte, mit denen man sich Wünsche erfüllen kann. Für jeden Punkt ein Wunsch, für jeden Wunsch ein Punkt. Und für besonders große Wünsche auch mal zwei oder drei. Oh Gott, und die sind jetzt weg? Fast weg. Sie sind noch immer hier im Zimmer. Wie gut, dass das Fenster zu ist, sonst wären sie weggeflogen. Und die soll ich jetzt alle wieder einsammeln? Genau, alle 25 blauen Wunschpunkte. Man muss sie nur finden. Gar nicht so einfach. Bestimmt hilft dir jemand dabei. Noch 24, noch 23, noch 9. Noch neun, noch sieben, sechs, vier, kalt. Heiß, drei, heiß, zwei, heiß, nur noch ein Wunschpunkt. Heiß, kalt. Und jetzt darf ich wünschen?
Ich bin ganz aufgeregt. Was wünsche ich nur? Ich weiß, was Erfrischendes. Also, ich wünsche mir ganz viel Eis. Nein, doch nicht solches Eis. Du musst eben genauer wünschen, Papa. Ich wünsche mir Speise-Eis. Herr Taschenbier, Herr Taschenbier, was geht da drinnen vor? Die Uhuhr, Frau Rosenkohl. Unverschämte Antwort! Öffnen Sie, Herr Taschenbier! Nein! So eine Schweinerei! Das muss alles weg, Herr Taschenbier! Sofort wischen Sie alles weg! Alles weg! Na gut, ich wünsche, dass das Eis wieder weg ist. Und außerdem wünsche ich, dass Frau Rotkohl mein Zimmer verlässt. Ich gehe ja schon. Bitte, ich gehe ja schon. Und wieder sind 3 Punkte weg. Du musst schon ein bisschen vorsichtiger wünschen, Papa. Ja, du hast recht. Jetzt wünsche ich mir... Das ist aber ein komischer Wunsch, Papa. Nein, ich wünsche mir doch gar nicht... Ich hab doch nur genießt. Ich wünsche, dass das Niesen wieder aufhört. Wieder 2 Wünsche weg, Papa, Papa. Jetzt weiß ich aber einen sehr vernünftigen Wunsch. Ich wünsche mir einen Wunschschrank voller toller Überraschungen. Sams, die Schublade geht ja gar nicht auf. Warum geht die Schublade nicht auf? Du hast dir doch einen Wunschschrank gewünscht. Wenn du eine Schublade öffnen willst, musst du sie aufwünschen. Und das kostet dann einen Punkt? Manchmal auch 2 oder 3, je nachdem. Jetzt, ich könnte mir... Fliegzeug ist gut. Segel, Flugzeug, Düsenjäger, Luftschiff oder Freiballon, Mondrakete, Doppeldecker, ganz egal, ich freu mich schon, male mich ins Flugzeug rein, ich will am Steuerknüppel sein. Na gut, ein Flugzeug mit einem Sams-Piloten, zum Ausschneiden und Ausmalen. Diesmal wünsche ich einen Stundenplan. Natürlich einen, den man ausmalen kann. Ich wünsche mir ein Spiel. Ein Spiel, bei dem ich zeigen kann... Memory. Möchtest du gegen mich spielen oder gegen einen Freund? Du fängst an. Jetzt ich? War wohl nichts. Du bist dran. Schade, war falsch. Jetzt wieder ich. Ich will dir einen kleinen Vorsprung lassen, damit spannender wird. Du bist dran. Schön für dich. Du darfst nochmal. Tja, Pech. Jetzt wieder ich. Yippie, das war gut. Ich darf nochmal. War wohl nichts. Du bist dran? Na klar, die 2, die sind ein Paar. Na, du darfst noch mal. Wieder nix. Jetzt wieder ich.
Ja, kommt herbei, ihr netten zwei. Oh, ich darf ja noch mal. Jetzt kriege ich langsam eine Wut. Schon wieder nichts, das ist nicht gut. Du bist dran. Genau, exakt, exaktestens. Du darfst noch mal. Wieder dicht vorbei, das waren die falschen zwei. Jetzt ich. Kommt her zu mir, ihr Karten, nehmt Platz in meinem Garten. Ich darf noch mal. Ja, schon wieder hat's geklappt, das Sams hat wieder Glück gehabt. Oh, ich darf ja noch mal. Kommt her zu mir, ihr Karten, nehmt Platz in meinem Garten. Oh, ich darf ja noch mal. Ja. Schaut mich an, schaut gut hin, weil ich der Gewinner bin. Möchtest du noch einmal spielen? Dann drücke auf Neues Spiel. Ich wünsche, dass Frau Rotkohl mal richtig, riesig nett ist und dass sie immer, wenn sie schimpfen will, das Gegenteil von dem sagt, was sie sagen will. Ich wünsche mir ein Schiebepuzzlespiel. Hier ganz nach. Ich wünsche mir einen Kalender mit schönen Bildern zum Ausmalen. Ich wünsche mir eine Anziehpuppe zum Ausschneiden und Ausmalen. Jetzt wünsche ich mir ein Spiel, bei dem man Wörter raten muss. Auf zu neun. Ich wünsche mir ein Sams. Das hast du doch schon, Papa. Lass mich doch mal ausreden. Ich wünsche mir ein Sams-Bild, das man sich aufs T-Shirt bügeln kann. Ich wünsche mir von dir ein Kochrezept. Diesmal wünsche ich einen Stundenplan. Jetzt wünsche ich mir ein Spiel, bei dem man Wörter raten. Wörter raten. Möchtest du gegen? Ich tippe jetzt ein langes Wort. Du siehst aber nur Striche. Jetzt musst du raten, welches Wort ich meine. Jeder Strich ist ein Buchstabe. Tipp die richtigen Buchstaben ein. Tippst du falsch, verliere ich ein Bein. Und die Arme und den Bauch verliere ich auch. Errätst du's nicht, dann hast du den Dreck. Dann bin ich ratzebutze weg. Das war das linke Bein. Aha, das rechte Bein. Der rechte Arm ist auch weg. So, jetzt habe ich keine Arme mehr. Klapp, das war der Bauch. Das war das linke Ohr. Gratuliere, gratuliere. Du bist Wörterratemeister. Du hast es mit weniger als 8 Versuchen geschafft. Möchtest du noch einmal spielen? Dann drücke auf Neues Spiel. Möchtest du gegen mich spielen? Ich wünsche mir einen Kalender mit... Ich wünsche mir ein Schiebepuzzlespiel. Schiebepuzzle.